Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Heute mit einem prominenten politischen Gast, unserem Staatsminister für Unterricht und Kultus, der mit mir gemeinsam, lieber Michael Piazzolo, sich der Frage vom Andi aus Garmisch-Partenkirchen widmet. Der Andi hat mir ein langes Mail geschrieben, deshalb, weil er wahrgenommen hat, dass wir Freie Wähler unser Herzensthema, Michael, die Alltagskompetenz an die Schulen zu bringen, jetzt nach Corona endlich auf den Weg bringen können, und hat mir dann geschrieben, und es freut mich sehr, dass wir dabei ihm offene Türen einlaufen, mir beschrieben, dass er das Gefühl hatte, ganz, ganz viel Theorie zu können als Abiturient, aber das ein oder andere Defizit zu haben in der Lebenspraxis. Ich erinnere eine Formulierung, lieber Andi, Abiturienten, so hat er mir geschrieben, Michael, könnten zwar das Erbschema von Kühen berechnen, aber manche von ihnen hätten das Gefühl, dass die Kühe lila wären. Und das war ein Stück weit auch unser Gefühl gemeinsam mit den Landfrauen in Bayern. Deshalb diese Idee, die Alltagskompetenz an die Schulen zu bringen. Und jetzt will der Andi sehr zu Recht von uns wissen, was wir denn da vorhaben. Daher, lieber Michael, schieß los. Was hat dein Ministerium im Köcher? Vielen Dank, Fabian, für die Frage. Also das ist eine ganz tolle Idee der Freien Wähler gewesen, eine tolle Initiative unserer Fraktion, zu sagen, Alltagskompetenz stärker in die Schulen bringen. Das bedeutet auf der einen Seite natürlich auch das Thema Landwirtschaft, was uns besonders am Herzen liegt, nicht nur als eine Fraktion, die besonders im ländlichen Raum verankert ist, sondern insgesamt in Bayern. Wir müssen wieder es auch schaffen, Stadt und Land eng zusammenzubringen, unseren Kindern und Jugendlichen auch zu zeigen, was Landwirtschaft kann. Aber wir haben auch andere Themen da verankert im großen Bereich Alltagskompetenz. Das geht los ums Umweltbewusstsein, Verbraucherbildung, aber auch digitale Kompetenzen. Und deshalb haben wir gemeinsam vereinbart und in der Staatsregierung beschlossen, wir machen 2 Projektwochen. Eine Projektwoche in der Grundschule und dann eine Projektwoche auch in den weiterführenden Schulen. Das heißt, eine ganze Woche, wo wir uns des Themas widmen. Das findet ja nicht nur in der Schule statt, sondern wir wollen auch rausgehen. Wir wollen mal uns einen Bauernhof anschauen. Es soll durchaus auch mal jemand in die Schulen kommen aus der Praxis. Das heißt hier, was mir ganz wichtig ist, auch persönlich, immer auch Theorie und Praxis zu verbinden. Und ich weiß, dass es viele gibt, die das wollen. Zuerst natürlich unsere Lehrkräfte, die da bereit sind, solche Projekte zu unterstützen, aber dann auch zum Beispiel die Landfrauen, die da schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gute Konzepte entwickelt haben. Erlebnis Bauernhof ist eines, wo man wirklich auch die Praxis vor Ort zeigt. Also insofern ist es aus meiner Sicht ein ganz tolles Programm, was wir da aufgesetzt haben, mit 2 Projektwochen Alltagskompetenz. Wir unterstützen das Ganze mit 5,4 Millionen jedes Jahr. Und das ist etwas, wo sich unsere Schülerinnen und Schüler, ob klein, ob groß, ob Stadt oder Land, sehr freuen können. Ich teile die Einschätzung, dass das ein ganz besonders tolles Projekt ist, Michael, und sage vielen Dank. Ich tue das nicht nur im Namen deiner Freie Wähler Regierungsfraktion, sondern auch im Namen von ganz, ganz vielen Menschen in Bayern dafür, dass du mit diesem tollen Projekt ein Stück weit frischen Wind auch mit deiner Handschrift in die bayerische Bildungspolitik bringst. Wir Freien Wähler sind da sehr stolz drauf. So viel, lieber Andi, zu deiner Frage, Alltagskompetenz in die Schulen, in den bayerischen Unterricht bringen. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht's nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.